willkommen zu einer neuen Folge auf dem Anime Unity Server Skyblock. Wir gehen auch schon gleich dahin. Gib mir mal schnell Fly. Das ist aber nicht schneller da. Als wir mal da hochlaufen würden. Hopp. Gehen gleich mal ins Grundstück. Ist eine Menge passiert in der Zwischenzeit. Wie ihr seht, ist gerade nachts. Natürlich besitzt die eine. Die Kampfstoffmaschine hat sich etwas verändert. So, und das bin ich halt auch mal kaputt gegangen, weil sie irgendwie rumgebracht hat oder so. Weiß ich ehrlich gesagt nicht wirklich. Dann sind die Kisten logischerweise mehr geworden. Weil wenn man das tut, dann wird es logischerweise mehr. So, dann können wir mal gucken, ob was passiert ist. Wieder mit Schwerstoff verkauft. Beziehungsweise neu zu bauen. Meine Kakepa. Läuft gut wie? Ja, hoch kann man zwar oben mal angucken. Wird natürlich auch noch ein bisschen weiter ausgebaut, ne? Ja, das Einzige, was mich stört, ist, dass hier jetzt ein riesengroßer Klotz ist. Ich weiß noch nicht, ob wir das nochmal umbauen werden, woanders umbauen werden, nach unten bauen werden oder je nachdem, weiß ich nicht. Dann ist meine Tierfarm inzwischen schon etwas größer geworden und natürlich hier noch ein paar Kisten. Das ist jetzt auch nur erstmal nur provisorisch. Ich weiß noch nicht, wo ich hier was hinbauen werde. Also wird sich ja alles nochmal verändern. Hier werden wir ein bisschen verkaufen. Damit wir wieder mehr Asche haben. Und zu unserer Kakteen kriegen wir fett Kohle für. Ich will ja gerne eine Mille haben. Für eine Mille kriege ich ein Becken. Wenn es nicht so gut fährt. Weil es wird wahrscheinlich woanders in hier alles. Doch die Kakteenfarm ist erstmal nur zum Anfang da. Und wird dann von mir abgebaut, wieder irgendwo anders hingebaut. Brauchen wir alles später nicht mehr so doll. Das hätten wir anfangen, wo wir ganz viel brauchen davon. Also Holz und Bücher verzaubern können, beziehungsweise ob ich die so verzaubern kann, dass ich die von der Krippe rauskriege. Können wir gleich mal gucken. Das nächste Portal ist übrigens nur Deko, genauso wie nachher das Endportal. Weil funktioniert ja nicht. Tunnel 3 oder Tunnel 3. Sollten wir uns überlegen. Ob wir die zufälligerweise verzaubern wollen in der nächsten Zeit. So, komm mal hin. Ich hätte gern die Sitzlänge, die brauchen wir nämlich. Den können wir auch erstmal verschwinden. Vielleicht könnten wir das ganze Ding in so einer Kakteenform ausbauen. Wäre vielleicht auch noch eine ganz gute Idee. Wenn wir hier alle umbauen, zur Kakteen kommen. Wir können auf der anderen Seite, aber dann halt genau die Kakteen von da, wo die zwei Inseln zu sehen sind. Ne? Von der anderen Seite sieht man die ja nicht. Nee, das sieht ein bisschen hässlich aus, wenn die Kakteen kommen. Hier ist eine Insel. Wie man sieht, aber da ist keiner. Nee. Die sind nur da an den Seiten. Wir könnten allerdings den Wohngebäude und so weiter, als hier auf die Seite sieht man das hässliche Ding da nicht stehen. Muss ich mir noch überlegen, weiß ich mir ehrlich gesagt noch nicht. Und
schon sind 21 Paketen hier drin. Läuft also nicht. Ich wollte ja schon in die Zukunft. Jeder, der mich kennt, weiß, ich stehe ein bisschen auf Design, also so eine hässliche Farbe. Stört mich eigentlich. Gibt keine Blätter, weil ich keine Links. Wenn ich mein Computerproblem gelöst habe, dann gibt es auch wieder Vorwahl, was gewendet. Ich hoffe, das habe ich bis morgen gebacken bekommen. So, schön Paddelchen gemacht. Die Monster haben übrigens auch noch so ausgeschalten. Die gingen mir etwas ein bisschen sehr auf den Trichter. Ja, wie gesagt, wir brauchen noch Kohle für Wichteres. Zum Beispiel Bacon. Das ist das Traum. Ich muss mir überlegen, ob ich eine Monsterfalle oder so baue noch. Wo ich denn als Möglichkeit habe, die Monster zu fangen bekommen. Was man das halt braucht. Ein paar Archivmen habe ich inzwischen auch schon bekommen. Kann ich euch auch gleich mal zeigen. So, das müssen wir mal schnell uns entsorgen und dann machen wir nochmal IS. Können Archivmen nehmen. Archivmen zurecken in der Woche. Habt ihr da noch 1 von 9? Wow. Ich stehe auf Rang 1 in der Schiebung. Na, das ist eigentlich schon gut, bin ich der Meinung. Gut, wenn ich nun wieder Freunde oder so spiele, habe ich nicht so viel Zeit. Die anderen bauen wohl auch nicht so viel, glaube ich. Ich könnte mal noch ein bisschen was auspacken. Ja, die hätten wir in die Kisten rein. Dann können wir noch ein paar Folgen aufstellen und dann ein bisschen Holz bauen. Holz brauchen wir eine Menge hinter. In der ganzen Aktion hier. Nicht, ich brauche doch nicht. Ich brauche doch noch. So, dann können wir hier erstmal nichts erschienen.
Zahn, alles, was wir brauchen, damit die Kehle weiter rauchen kann. Und dann habe ich auch überlegt, ob ich die Elektrode einfach nach unten baue, dann sieht die wenigstens gehen. Dann muss ich kicken mit den Schwanz. Wenn sich ein bisschen mit Chance auskennt in Minecraft, der kann mir mal sehen. Brauche ich nicht, aber das brauche auch ganz gerne. Es gibt auch momentan nur 300 Leute Skyblock spielen oder so. Ich weiß nicht, ob das noch in der Beta ist oder ob das so bleibt in Zukunft. Ich denke mal. Das wird sich noch ändern, mehr Arbeit sprechen und so. So, dann haben wir gut Holz gefahren. Wir wollten uns die 14 Felsen haben. Also Äpfel. Ja, das können wir natürlich gebrauchen. So, jetzt sollte ich eigentlich hoffentlich alles haben. So, jetzt sollte ich den Ding nicht abbauen. Nur noch setzen. Hinsetzen können und dann haben wir wie gesagt auch hier ein bisschen Holz wieder. So. Das können wir mal erledigen. Ich wollte noch mal gucken, Archivmäßig. So, jetzt haben wir den Blöcke platziert, 21 Archivmäßig. So, das hat jetzt dann gesagt. Jetzt auf 100 Steine. Das sind 500 Steine, also kommt auf jeden Fall noch. Zerstörte Blöcke. Weiß nicht mal, wie viel zerstörte Blöcke ich habe. Das ist dann 2 Holz. Obsidian. Ich weiß nicht, warum ich 100 Obsidian abweiße, aber wie gesagt, gibt immer ein bisschen was zu tun. Dann erschießen wir es. So, dann lassen wir das mal.
zur anderen Insel rüber. Und dann gucken wir mal, wie weit wir können. Wir müssen ja schon mal überlegen, wie soll unsere Hauptinsel aussehen, wo das Haus drauf ist. Was wollen wir da hinbauen? Was brauchen wir eigentlich alles? Ein Zahnfall, ein paar Berge oder so. YouTuber-Schild. Ja, so kann man es auch tun. Oder nee, wir wollten erstmal keine Treppe hören. Erstmal noch eins da hinten und dann. Dann können wir aber alles abreißen. Also, wir haben zur Plattform bauen und die später wieder abreißen. Aber wahrscheinlich brauchen wir so oder so dann mal einen Umriss, wie groß ist eigentlich die Fläche, die wir haben. Und wir denken mal, da will ich erstmal tun, damit wir erstmal wissen, wie groß ist unsere Baufläche. Wo wir hin können. Also spätestens wenn ich runtergefallen bin, weiß ich wie groß. Die Insel, die so ein bisschen so beleuchtet ist.
tatsächlich. Ich habe immer die Möglichkeit mitzuentscheiden, was ich baue. Hier auf eine Möglichkeit. Also. Ihr wisst ja, was ich sonst so auf eine Möglichkeit gebaut habe und auch noch bauen werde. Also, was ich bauen werde, weiß ich natürlich nicht, aber. Was ich so gebaut habe und ja, so eine Art würde ich dann, denke ich mal, hier aufwerfen. Wen holst du alle gleich? Scherz? Also, das ist doch schon eine mächtige Größe, die da mal. Das Grundstück, das ist schon das Kleine. Ja, vielleicht können wir noch einen Flugschwamm oder so werden. In der Luft. Ich mit euch nicht, aber auch noch, damit ich euch zeige, wo ich es gebaut habe. Ups. Also klar, das ist die Einsicht, also wir sind Ende. So haben wir uns. Eichenholz am besten. Gucken wir mal, die müssen wir uns kaufen. Also kaufen wir uns Eichenholz. Eichenholz, Eichenholz. Kaufe ich den ganzen Mist wieder. Ja, am Anfang muss man halt jetzt produzieren oder kaufen. So, da hätten wir den ersten Raum schon halb fertig. Ja, wir können ihn auch nach unten und wir können, glaube ich, auch noch nach oben. Ja, da hätten wir, glaube ich, auch überall noch Platz. Ja, ich kann nicht, aber noch lassen. Gut, irgendwann hier wollen ja auch noch andere drauf spielen. Und nachher bei circa 3 mit innen drin. Das wird schon. Ja. Nee, ich werde am Anfang bei den Dingen schon irgendwie mit Erde ausfüllen. Damit wir ein riesengroßes GS haben. Mal gucken, wie tief wir kommen noch nach unten. Das war das schön.
schon. Das höchste Ding ist schon fast am Ende. Habe ich heute die ganze Folge damit verbracht, hier die Grundstücke zu umranden. Aber gut, muss ja auch mal sein, ne? Man muss ja wissen, worauf man baut, wie groß das ist nachher. Man muss ja planen können. Ja, hätte ich glaube ich nicht so begründet, aber. Ich weiß es nicht. Und da war wieder zu Ende. Ja. Und jetzt sind wir zur anderen Seite und noch. Und da ist es glaube ich schon weniger. Ja. Selbst runterschmeißen. Die Kugel ist bei uns. Gut, da bestimmt wieder Lauf erschießen dran. Thank you.
Frank auch. Müsste ich mal gucken, ob das funktioniert. Dass man sich schon auf einer Art runterbaut, aber auf der anderen Art halt sieht, dass es sich automatisch baut, nur noch mal so rum. Machst du auf einer Art eine Seite Wasser, auf der anderen Seite machst du Lava. Und dann baut sich die Wand eigentlich selber. Dann spart man sich das Bauen. Achso, hab ich gar nicht zu Ende gebaut. Könnten wir mal probieren. Lava haben wir ja da. Ich sehe gerade, die Folge ist vorbei. Wir machen es in der nächsten Folge, dass wir mal probieren, eine Wand automatisch tief zu lassen. Also, Leute, ciao, ciao, ich bin raus, viel Spaß. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge.